Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zu diesem Antrag einfach doch mal 30 Jahre zurückgehen. Vor 30 Jahren, das hat sich jetzt eben in diesem Jahr gerade als Jubiläum gezeigt, kam das Gutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen zu den Umweltproblemen in der Landwirtschaft. Das ist ein Buch, was sich immer noch lohnt zu lesen. Und das Spannende ist an dieser Studie, sie ist genau vor dem Hintergrund entstanden, dass wir eben die Probleme mit Gewässerverunreinigung, mit der hohen Nitratbelastung bekommen haben. Und das war eben vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren hat dieser Bericht uns schon zwei entscheidende Faktoren genannt, wie man das, woran es liegt, dass wir diese Nitratverschmutzung haben und wie man das auch in den Griff kriegen kann. Der erste Faktor ist, dass die Landwirtschaft deutlich intensiviert worden ist. Sie ist von 1960 bis eben 1990 gekennzeichnet von ständig steigendem Stickstoffinput. Das heißt, die Bauern haben immer mehr Stickstoff eingesetzt. Seit 1990 ist es nicht weiter gestiegen, aber auf gleichbleibend hohem Niveau geblieben. Und der zweite Faktor, den darf man nicht vernachlässigen, der zweite Faktor ist, dass wir in der Tierhaltung die Umstellung hatten von der Haltung der Tiere auf Festmist, auf Stroh, hin zu den Güllewirtschaftssystemen, hin zu den Spaltenbodensystemen. Und das ist ein entscheidender Punkt, weil Gülle sich anders verhält in der Umwelt als Festmist. Gülle ist ein Stoff, der viele leicht lösliche Stickstoffverbindungen hat und wenig organischen Stickstoff. Das heißt, im Mist ist der Stickstoff gebunden, er wird nicht so leicht freigesetzt. In der Gülle ist er leicht löslich, wie beim Mineraldünger auch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Herr Rasche, Sie können hier was lernen heute, Sie lachen so. Das ist der entscheidende Punkt, dass wir nämlich in den letzten 30 Jahren dadurch, dass wir diese Umstellung hatten, die Auswaschung in die Böden hinein haben. Wir wissen, dass wir dieses Problem insbesondere auf den leichten Böden haben, auch genau also in den Regionen, wo die Viehhaltung besonders intensiv ist. Was wir sehen, damals schon beschrieben, wir haben oft einen falschen Umgang mit Gülle. Wir sehen, dass die Einzelgaben zu hoch sind. Gülle wird nicht eingesetzt wie Mineraldünger. Man müsste es eigentlich in kleinen Einzelgaben geben, immer nach dem Bedarf in der Wachstumsperiode. Passieren tut aber oft etwas anderes. Man gibt ganz viel Gülle am Anfang zum Pflügen und danach guckt man halt, was verbraucht wird und ein Teil geht unweigerlich oftmals ins Grundwasser weg. Das Problem, das wir haben, ist leicht beschrieben. Wir haben seit Jahrzehnten jetzt das Problem, dass wir den EU-Grenzwert für Wasser 50 Milligramm schwer einhalten können. Wir haben viele belastete Brunnen, gerade Hauswasserbrunnen. Wir haben die aktuellen Recherchen des WDR alle gesehen. Das Problem ist da und ich will an der Stelle hinweisen, die 50 Milligramm sind der Grenzwert. Die EU sagt, wir wollen eigentlich einen Zielwert von 25 Milligramm einhalten. Das ist unser Ziel, 25 Milligramm, aber wir schaffen nicht mal den Grenzwert von 50 Milligramm. Zweites Problem heißt Pyrit. In der Vergangenheit hatten wir noch das Glück, dass viel Stickstoff im Boden abgepuffert worden ist und eben nicht ins Grundwasser weggegangen ist. Das war möglich, weil wir im Boden genau diese Stoffe haben, Pyrit haben, der eben den Stickstoff bindet und ihn nicht ins Grundwasser entlässt. Dieser Zaubervorrat des Bodens, der uns geholfen hat in den letzten Jahrzehnten, ist aufgebraucht. Das heißt, wenn wir uns nicht verbessern im Umgang mit Stickstoff, wird es in Zukunft garantiert nicht besser werden. Wir wissen also seit 30 Jahren um das Problem. Seit 30 Jahren wissen wir eigentlich auch, wie wir es besser machen könnten. Und vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der jetzt vorgelegte Entwurf der Düngeverordnung eine Zumutung für uns alle. Und gegen diese Zumutung gab es auch massiven Protest seitens der Wasserwirtschaft, die natürlich sagen, so 30 Jahre lang nichts passiert, jetzt soll wieder nicht wirklich was passieren. Und ich glaube, das müssen wir an der Stelle betonen, es geht darum, dass wir unser wichtigstes Lebensmittel, unser Trinkwasser ausreichend schützen. Und die Menschen hier im Land NRW haben auch einen Anspruch darauf, dass wir das entscheidend tun. Aber, meine Damen und Herren, dazu muss eben der Bund uns helfen. Der Bund muss endlich eine ambitionierte Düngeverordnung vorlegen. Wir haben das im Antrag dargestellt, wir brauchen endlich die Hoftourbilanz. Das muss nicht kompliziert gemacht werden. Das soll für die Bauern handhabbar sein. Aber die Hoftourbilanz ist das Mittel, wirklich zu gucken, dass die Bilanzen stimmen, dass wir genau sehen, was pro Hof eben wirklich effektiv umgesetzt wird und was verloren geht. Wir brauchen einen besseren Datenaustausch, um endlich auch zu sehen, wie viel Gülle entsteht wirklich, wie wird sie verbracht, wie wird sie verwendet. Und es ist wichtig, dass wir endlich in der Düngeverordnung praxisorientiert arbeiten, dass wir das machen, was alle Bäuerinnen und Bauern wissen,
dass wir darauf achten, auf leichten Böden ist die Ausschwemmungsgefahr groß, auf schweren Böden ist sie nicht so groß. Das muss doch Berücksichtigung finden. Und ein Punkt, der ist mir besonders wichtig. Es kann nicht sein, dass wir die Verluste aus Lagerung und Haltung, das, was rausgeblasen wird aus den Stallanlagen, 50 Kilogramm pro Hektar in den Veredelungsregionen, dass das auf Nimmerwiedersehen verschwindet, nirgendwo angerechnet wird. Ich komme zum Schluss. Kollege, wir brauchen eine gute, praxisnahe Maßnahme in den Düngeverordnungen. Das muss jetzt umgesetzt werden. Wir wollen das mit unserem Antrag anregen. Ich freue mich auf die Diskussion.